Hallo zusammen, schön habt ihr heute zugeschaltet. Wir sind Lucy, Gini, Mara. Die neue neue Zeitung ist die neue neue Gratis-Zeitung von Zürich. Du kannst sie für 5 Stutz heimstellen oder gratis abholen. Wäre keine Pandemie, auch in deinem Lieblingscafé. Updates und mehr auf Telegram at neue neue Zeitung. Oder auch, wenn du sie holen willst, kannst du dich auch dort melden. Heute gibt es einen Sneak Peek in die neue, neue, neue Zeitung. Es gibt Gewinnspiele und einen exklusiven Einblick in unsere Arbeitsweise. Aber auch du kannst die nächsten 30 Minuten mitgestalten. Und dabei mit ein bisschen Grips auch tolle Preise gewinnen. Wenn du auf die folgende Frage die richtige Antwort weißt, kannst du auf Nummer 076 391 08 16 anrufen. Die Fragen sind als erstes: Was ist der Lieblingsvogel von Konsumierfreudigen? Gesucht wird das Wort mit 12 Buchstaben. Als zweite Frage wird etwas gesucht, wo gleichzeitig Süßigkeiten und Häuser im Kreis 5 sind, mit 5 Buchstaben. Und die dritte Frage ist, was braucht man betrunken oder vor einem Passbürobesuch? Ein Wort mit 11 Buchstaben. So, und die, die schon die letzte neue, neue Zeitung gelesen haben, die kennen das Format bereits. Heute lesen wir wieder eine Zürichschnurre vor. Gini, was ist eine Zürichschnurre? Schön, dass du fragst, Mara. Eine Zürichschnurre ist ein Spoken-Word-Format auf Schweizerdeutsch, genauer auf Zürichdeutsch, wo sich Gedanken macht über das Leben in Zürich. Es ist zwar schon fast einen Monat her und trotzdem reden wir nochmal über das neue Jahr. Happy New Year! Es ist grau, genau so ein richtiger Wintertag, wo sich eine Wolkendecke so dick über die Stadt legt, dass man sich fast nicht mehr vorstellen kann, dass genug hoch oben die Sonne schon noch scheint. Es liegt ein Stapel nicht zusammengelegter Wäsche schön säuberlich auftürmt in einem Ecke von meinem Zimmer «Contain your disorder». Heute ist der letzte Tag von diesem Jahr. Gestern, als ich so auf dem Display am Abscrollen war, ist mir aufgefallen, dass ich schon lange keine Veranstaltung mehr abgecheckt habe, schon lange nicht mehr wochenweise vom gleichen Banner angeschaut worden bin und den passenden Posts dazu, von Menschen, die ganz sicher alle an den Abend gehen und die Zeit von ihrem Leben haben werden. Ja, also für die ganz coolen Partys, weisst du, die, wo man in einem Jahr noch darüber redet, für die würde ich schon ein Wochenende auf Zürich kommen, hat eine Freundin gemeint, die jetzt gerade angefangen hat zu studieren im Ausland, Europa, einen Arbeitstag an Zugstunden entfernt und vielleicht, wer weiß, für die ganz krassen Partys, kurzes Flugi. Das habe ich aber nicht nachgefragt. Letzte habe ich auch gesagt, geil, wo jemand gesagt hat, er gehe jetzt Sushi essen zu Freunden. Obwohl ich es eigentlich nicht geil finde, Sushi essen, sondern eher blöd. Aber ich weiss ja nicht, vielleicht sind es auch Veggie-Sushi oder er gönnt sich nur einmal im Jahr Fisch und das war jetzt eben genau das Mal gewesen. Aber ich weiss es nicht, genauso wenig, wie ob die, wo man das im Sommer gesagt hat, wirklich noch gedacht hat oder gehofft hat, es gäbe krasse Partys in diesem Herbst. Instagram ist so wichtig geworden, um in Kontakt zu bleiben. Wenigstens, um ein bisschen etwas zu teilen, wenn man sich nicht sehen kann. Hat eine andere Freundin gesagt, die jetzt das Jahr auch irgendwo gewesen wäre, nicht in Zürich. Das Handy ist jetzt auch nicht mehr Ablenkung, sondern der Zugang zu der Außenwelt. Ich habe die Funktion Bildschirmzeit abgestellt. Seit neuestem habe ich auch Instagram. Und manchmal werde ich schon ein bisschen argwöhnisch, wenn ich sehe, dass andere Leute immer andere Leute treffen. Und dann frage ich mich, wenn sie mir etwas teilen oder wenn sie sich selber etwas zeigen. Aber sagen würde ich natürlich nie etwas. Genauso wie nie jemand etwas sagt, wenn jemand keine Maske im Tram trägt. Dass alle zwar finden, das gehe ich nicht, aber auch einem nichts an, ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso Promis so gerne in der Schweiz sind. Abgesehen davon, dass sie nicht so viel von ihrem Geld abgeben müssen für so Sachen wie Strasse und Bildung. Ich habe nämlich mal als Kind Tina Turner ganz entspannt im Franz Karl Weber gesehen, am Weihnachtsgeschenk shoppen und niemand hat sich nicht einmal getraut, sie ihrem Business zu stören, um sie nach einem Autogramm zu fragen. Und jetzt,
ist eben der letzte Tag von dem Jahr. Es ist grau und mein Zimmer ist ein Durcheinander in der Hand. Mein Handy, ich scrolle auf meinem Display von oben nach unten. Und seit bald einem Jahr wird mein Facebook wie Tutti. Ich sehe nur noch Sachen zum Verschuten und nicht mehr Sachen zum Machen. Und alle von diesen paar Leuten, die ich noch sehe, haben gefragt, ja, was machst du an Silvester? Und ich selber habe auch gefragt und gehofft, wie so oft, dass irgendwie einfach alles wieder anders wäre. Aber wenn alles anders wäre, wäre das wahrscheinlich nicht das erste Silvester, wo niemand eine ganze Gruppe dazu bringt, irgendwo anders hinzugehen, weil irgendwo anders noch etwas oder jemand anders vermutet wird, wo besser ist. Das erste Mal, wo auch wirklich alle in dieser Formation bleiben, wo sie am Abend die Nacht gegessen und am nächsten Tag so oft gesagt haben, wären wir doch einfach daheim geblieben. Wir haben es ja so lustig gehabt eigentlich. Aber eigentlich hat gleich nie jemand können oder wollen daheim bleiben, weil eben nicht nur jemand, sondern insgeheim alle gedacht haben, irgendwo anders ist es vielleicht noch etwas mehr und vielleicht noch etwas besser Silvester. Happy New Year. Ja, weil immer noch niemand angeläutet hat, ermuntern wir euch anzuläuten unter 076 391 08 16. Gönnen könnt ihr nicht nur eine gratis neue Zeitung signiert, sondern auch einen von drei coolen Überraschungspreisen. Die Fragen sind: Die erste Frage. Was ist der Lieblingsvogel von Konsumierfreudigen? Ein Wort mit 12 Buchstaben. Die zweite Frage. Was ist gleichzeitig eine Süßigkeit und Häuser im Kreis 5? Ein Wort mit 5 Buchstaben. Und als dritte, was brauchen Betrunkene oder jemand vor dem Passbüro? Besuch. Ein Wort mit 11 Buchstaben. Ja, und für alle, die neu zugeschaltet haben, mega schön sind ihr dabei. Das ist die neue Zeitung. Die neue Zeitung ist die neue Gratis-Zeitung in Zürich. Und die kannst du halb stellen für 5 Franken oder gratis abholen. Wäre keine Pandemie, auch in deinem Lieblingskaffee. Auf Updates und mehr, wenn du dir zum Beispiel eine bestellen willst oder eine willst holen willst, dann folge uns auf Instagram oder auf Telegram at neue Zeitung. Und nochmal, Leute da, um mega, mega coole Preise zu gewinnen. Ich mit nur eine Frage richtig. Oh, oh, oh. Okay, finally. Call from. Hallo? Hallo? Call from. Jetzt liegt nochmal jemand da. So. Hallo? 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 Hörst du etwas? Hörst du uns? Ja. Cool. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich auch. Woohoo, endlich. Super. Cool. Also, wir haben eine Antwort auf die zweite Frage. Ja. Kannst du dich noch kurz vorstellen, vielleicht? Call from 417-655-85532. Sorry, es hat noch mal jemand angerufen. Ein Moment schnell. Kannst du noch mal erzählen, wer du bist? Weil es läutet irgendwie immer mehr Leute an. Okay. Also, ich bin Taina. Hi, Taina. Hallo. Und neben mir? Und ich bin Joel. Joel! Hallo! Und wir wissen die Antwort. Zugus! Ja! Ja! Zugus! Zugus Häuser im Kreis 5 und Zugus zum Essen. Perfekt. Yes. Geil! Euer Preis ist ein 1000 Teile Puzzle! Ja! Wow, wir sind wirklich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich freue mich im Fall weg. Call from 417. Oh. Puzzle mit der Mitbewohnerin und es macht das mega Spass. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, Joel? Call from. Meine Freude ist nicht geheuchelt oder so,
Wir sind jetzt gerade ein 1000-teiliges Puzzle von der Schweiz am machen. Ich und meine Mitbewohnerin, und es tut uns sehr gut. Und darum freue ich mich jetzt gerade auf das Nächste. Was findest du denn so schön am Puzzle, Joel? Ja, es hat so eine, es ist so wie, man verbringt Zeit miteinander, aber es ist nicht so High-Intensity-Interaction. Ah ja. Du kannst so ab und zu mal etwas sagen, aber es ist so voll easy. Hast du dann nicht so gerne High-Intensity-Interaction? Ein Erfolgsmoment, wo du das richtige Puzzleteil findest. Tausend von diesen Erfolgsmomenten, und das ist schön. Joel, hast du dann nicht so gerne High-Intensity-Interaction? Nicht immer. Ja. Ja, dann freuen wir uns, dass wir dir die Freude bereiten können. Mit einem 100-teiligen Puzzle. 1000-teiligen Puzzle. Und einer signierten Ausgabe. Juhu, über die freue ich mich natürlich auch besonders. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter im Programm. Alle die uns angeläutet haben, die dürfen gerne jetzt noch mal probieren, weil jetzt ist die Leitung wieder offen und der Schneller ist der Geschwinder. Also, ciao zusammen. Ciao. Tschüss. Ja, mega cool. Ein Gewinn ist schon weg, aber ihr wisst, es gibt noch zwei andere Fragen. Und bis wieder jemand anruft, machen wir einfach weiter im Programm. Hallo? Niklas, ich möchte gerne lösen. Du willst lösen? Was weißt du denn? Die dritte Frage. Benutzt man betrunken oder vor einem Passbüro-Besuch? Kannst du dich noch kurz vorstellen? Call from 41. Wer bist denn du? Hallo? Wer bist du? Sorry, es läutet immer wieder Leute an. Aber wir wollen eigentlich von dir hören. Oh. Nein, jetzt hat er abgehängt. Er hat die einmalige Chance vergeben. Oh, und es läutet nochmal jemand an. Hallo, wer ist da? Auch gut, also ihr verpasst alle Chancen, aber ist okay. Es ist halt nicht einfach ein Gewinner zu sein. Oder eine Gewinnerin. Oder eine Gewinnerin, ja. Ja, sonst erzähl mir einfach noch etwas über die neue Zeitung, bis wieder jemand durch die Leitung kommt. Liebe Zuschauende, das ist die neue Zeitung mit dem Anruf. Hallo? Nein, moin, sorry. Ja, es hat mega Verzögerung im Fernsehen, und deswegen denkt man die ganze Zeit, man ist komplett woanders. Nein! Also, ich muss lösen. Cool! Stell dich mal zuerst da. Hallo? Bist du noch da? Kann ich jetzt lösen? Ja, löst! Sorry! Fotoautomat! Wie bitte? Fotoautomat! Woo! Call from 41765. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig, der Fotiautomat. Großartig. Hast du einen Fotiautomat schon mal besoffen benutzt? Ja, klar. Ja. Mehrere Beweisfotos. Schon. Wann hast du denn das letzte Mal betrunkene Fotos gemacht? Also generell oder im Automaten? Im Automaten. Weil, also generell für mich. Ne. Aber im Automat, wahrscheinlich vor 3 Monaten. Kannst du uns noch sagen, das wie du heisst? Niklas. Schön. Hey, cool, Niklas. Wir haben einen Gewinn für dich. Lucy, was haben wir für ihn? Wir haben ein ganz schönes Subito Swiss los. Nicht Nummer 1, sondern 6. Also die Chancen sind gross, dass da jemand reich wird. Vielleicht, wenn man das will. Sorry, was? Die Chance besteht, dass du reich wirst. Vielleicht. Sorry, ich muss das nochmal wiederholen. Die Chance auf Reichtum ist gross. Aber Gott sei Dank. Ja, das ist natürlich super. Ja. Lucky you, hä? Ja. Voll. Call from Intercop. Okay, wir kriegen schon den nächsten Anruf. Hey, merci. Danke, Niklas. Alle die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner können uns in unsere DMs sliden
Und wir werden euch dann ein Päckchen schicken mit einer schönen signierten Ausgabe und eurem nicht mehr Überraschungspreis. Aber etwas steht noch aus. Etwas steht noch aus. Und zwar die Frage, die kollektiv bis jetzt auch von diesen zwei anderen Leuten, die in diesem Raum sind, nicht gewusst worden ist. Aber jetzt machen wir zuerst mal ein bisschen weiter im Programm. Genau, und zwar wollen wir euch auch ein bisschen erzählen, was es in der NNZ gibt. Und zwar gibt es natürlich sehr viel Neues. Neue Gedanken, Kritik, Fun. Und überkrasse Visuals natürlich. Aber am besten überzeugst du dich einfach selber. Wenn Zeitung lesen jetzt nicht so dein Ding ist, haben wir auch andere Ideen für dich mitgebracht. Zum Beispiel kannst du die NNZ auch benutzen, um deine vier Wände neu tapezieren. Oder, also ich weiss, Weihnachten war zwar gerade erst, aber Schenken macht bekanntlich immer Freude. Besonders, wenn du die NNZ als Geschenkpapier hast. Und dann haben wir auch noch eine letzte Idee, und zwar ist es ein Klassiker, aber die NNZ als WC-Lektüre für deine momentan wahrscheinlich nicht vorhandenen Gäste ist auch recht anders, recht cool. Ja, die neue Zeitung kannst du für 5 Stutz Hype stellen. Oder du kannst auch gerade ein Abo machen. Das bedeutet 4 Ausgaben zum Preis von 5. Aber das ist natürlich nur für Gönnerinnen. Und heute haben wir auch die 3 Macherinnen da. Und es gibt eigentlich natürlich noch mehr, aber wir können nicht alle da sein. Ihr wisst es, Corona. Aber an die da sind, darf ich ein paar Fragen stellen. Danke für die Möglichkeit. Wir freuen uns, da zu sein. Ja, und als erstes interessiert mich und wahrscheinlich euch alle da außen auch, was ist denn so neu? Ah, wir kriegen noch einen Anruf. Hallo? 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 Oh! Wer ist da? Ja, man hört dich, wir hören dich. Oh nein, ich kann. Hallo, da ist Binta. Hallo, Binta. Welche Antwort muss man jetzt noch beantworten? Wir würden sehr gerne von dir wissen, was der Lieblingsvogel von Konsumierfreudigen ist. Oh, genau, das haben wir nicht gewusst. Das wissen die nicht. Komisch, das wissen viele Leute ein nicht. Ein Vogel. Was? Ein Spatvogel. Eben nicht, gell? Nein, ein Hauptvogel. Nein. Nicht ganz. Binta, es tut uns leid. Es tut uns leid. Nein, ich habe es nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen und es hat niemand abgenommen. Aber weißt du was, Binta? Wir haben sonst einen Trostpreis für dich. Ja! Und zwar ist der Trostpreis. Ein Pronto-Win! Oh. Ich habe es nicht verstanden, aber cool! Yeah! Danke! Pronto-Win! Du kriegst ein Pronto-Win. Es gibt auch Leute, die mich kennen und die sind eigentlich auch okay, oder? Ja, mitmachen ist alles. Das hat meine Mami auch gesagt, als ich schlecht war. Aber es ist wirklich cool von euch, dass ihr das macht. Danke, du bist auch cool. Ja. Danke. Sehr gerne. Du auch, Mara. Danke. Also, wir machen weiter im Programm. Also. Vielleicht läutet ja noch jemand da, der die Antwort wirklich weiss. Ich bin auf dem Googlen. Viel Spass beim Googlen. Guten Abend. Ebenfalls. Ciao, Bindi. Okay, also die Antwort war falsch. Das heisst, es besteht immer noch die Chance auf einen Gewinn. Aber bis dann habe ich immer noch das Interview mit den Macherinnen. Und zwar möchte ich wissen, was ist eigentlich so neu an der neuen Zeitung? Ginny? Ja, also ich denke, es ist gar nicht... Es ist für sich alles und nichts neu an der neuen Zeitung. Aber was. Oh, ah, nochmal ein Anruf. Hallo? Hallo? 079? Ah, das ist Verzögerung, hä? Hallo? Hallo? Hi! 079. Hallo, hallo. Hallo. Hoi. Es ist gerade ein bisschen verzögert. Du musst einfach mit uns jetzt reden. Joyce? Hallo, hallo. Hoi, ich höre dich euch. Ja, ja. Ich höre euch. Ah, ich glaube, ist das eine meine WG? Nein,
ich glaube, ihr dürft nicht mitmachen am Gewinnspiel. Weil ich glaube, ihr habt einen unfairen Vorteil. Okay. Dann hast du es. Aber ja, schön, dass ihr bescheissen wollt. Wir haben euch fast nicht erkannt. Fast ja, ja. Ach, Mist. Okay, dann viel Spaß euch noch. Danke vielmals. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Ja, so ist das also. Keine Ehre. Ja, was ist neu an der neuen Zeitung? Und mit so Leuten wohne ich. Ja, eben. Also ich glaube, was wir ein bisschen versucht haben, ist irgendwie alles in eine Zeitung reinbringen, ein bisschen ein Format machen, das so eine prinzipielle Offenheit hat gegenüber irgendwie neuem Content und auch will etwas ausprobieren, Sachen, die nicht fertig sein müssen. Ich glaube, das merkt man auch an der ersten Ausgabe, weil ich glaube, die ist auch nicht ganz fertig irgendwie, aber sie hat viel Potenzial, denke ich zumindest. Voll. Und wir werden irgendwie vor allem etwas machen, was so ein bisschen von allen irgendwie kommt und nicht einfach so ein paar Leute irgendwo in einem Zimmer sitzen und etwas machen. Ja. Ah, übrigens, wir haben jetzt nur noch 7 Minuten. Also die letzte Antwort. Eine andere Frage, die uns alle natürlich brennend interessiert, ist, wieso genau kostet eine Gratiszeitung 5 Franken? Ginny, nochmal. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Aber ja, also eigentlich könntet ihr sie ja gratis holen in Kaffees, aber Kaffees haben halt nicht offen. Und wir wollten eigentlich eine ganz analoge Zeitung machen. Oh, jetzt wird es spannend. Hallo? 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 Hoi, wer bist du? Ist der Vogel. Hallo? Ist der Vogel Chicken McNuggets? Nein. Hoi Papi. Alles klar, schöne Nacht. Ciao, Roni. Alles klar, schöne Nacht. Ciao, Roni. Ja. Erstaunlich schick, mein Vater, für einmal. Gut. Wo sind wir gewesen? 5 Franken, genau. Weil natürlich wir uns gerne selber die Zeit nehmen, um die Zeitung zu machen. Aber um sie zu verschicken, braucht es halt irgendwie gleich Geld. Und darum haben wir einfach gefunden, dass wie so ein bisschen das Porto gedeckt ist. Dass wir sie verschicken für 5 Franken. Einfach auch, weil 2 Franken ein scheiß Betrag ist. Und auch vielleicht, um uns ein bisschen zu unterstützen. Weil, also ja, darum ist auch für Gönnerinnen, bestellt man sich heim. Aber ich könnte sie auch gerne holen kommen, bei uns. Und das wirft vielleicht auch die Frage von der Finanzierung auf. Und wer von euch möchte die beantworten? Ah, die Lucy ist auch zuständig für das. Seit jetzt dem Fall. Ja, danke Ginny für das. Genau, die Finanzierung läuft eigentlich hauptteils, wenn es nicht über die 5 Franken Versandkosten läuft, über Werbebeiträge. Das heisst, wenn ihr eine Werbung schalten wollt in der neuen Zeitung, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden und wir schauen, was man da machen kann. Abgesehen von dem gibt es keine Finanzierung, wie das halt so oft ist bei so Projekten. Was es eigentlich auch nicht gibt, ist der Instagram-Kanal, über den ihr wahrscheinlich zum grossen Teil da hingekommen sind überhaupt. Eigentlich war es Plan, dass das Ganze halt offline und nur auf Papier und vielleicht mit Events oder so bleibt. Aber
ihr wisst, es ist Corona und irgendwie hat auch kein Schwein von dieser Zeitung gewusst oder auf diese Zeitung gewartet. Und darum haben wir sie irgendwie müssen unter die Leute bringen und das hat mega cool geklappt. Also danke viel, vielmals an dieser Stelle an alle, die sich eine Hype bestellt haben oder die uns sonst irgendwie unterstützen. Das war unglaublich überwältigend und hat uns mega viel Motivation gegeben, für, um daran weiterzuarbeiten, für die zweite Neu-Neu-Neu-Zeitung. Und ja, was erwartet uns denn so in dieser zweiten Ausgabe? Wird da jemand von euch noch etwas dazu erzählen? Also vielleicht noch zum Sagen, die Neu-Neu-Zeitung ist eigentlich thematisch aufgebaut. Also eine Ausgabe hat ein Überthema, wo wir Einsendungen dazu sammeln. Und bei der letzten Ausgabe war das Thema neu gewesen, was halt ein weiter Begriff ist, aber auch Sinn macht bei einer neuen, neuen Zeitung. Ich meine, wo sonst sollte man anfangen als beim Neuen, wenn man selber neu ist? Das Thema von der nächsten Ausgabe ist Touch oder Berührung. Und wir haben extrem viele verschiedene Beiträge bekommen und auch können mitgestalten, die ums Thema Berührung gehen. Halt wichtig auch immer, aber im Moment umso mehr. Und ich glaube, uns erwartet sehr diverse Themenspanne, wo wir hoffen, eure Bedürfnisse auch decken. Und wenn ihr findet, eure Bedürfnisse sind nicht deckt, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, um sich selber einzubringen. Uns ist eigentlich wichtig, dass es eine Zeitung ist, wo alle sich wohlfühlen oder motiviert sind, zum Mitmachen. Oftmals fehlt einem ein bisschen der Mut, für das sind wir auch da, um gegenseitig zu unterstützen, um zu schauen, dass man mal etwas machen kann. Genau. Ja, und wir haben noch 5 Minuten und vielleicht weisst ja genau du die Antwort auf unsere erste Frage. Und zwar ist das der Lieblingsvogel von Konsumierfreudigen. Das Wort, das man sucht, hat 12 Buchstaben. Ich weiss nicht, liegt mir ein Tipp? Für alle die, die googelt haben, googeln ist nicht, die richtige, nicht der richtige Ansatz. Schaut lieber mal auf Telegram. Ja. genau, vielleicht schafft es ja jetzt noch etwa 2. Mega cool, weil es wartet noch ein richtig geiler Preis auf euch. Vielleicht noch ganz kurz etwas zu unserer Verteilstrategie. Grundsätzlich wäre es eben gedacht, dass ihr die Zeitung gratis in eurem Kaffee, an eurem liebsten Kulturort, whatever, könnt lesen. Hallo? 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 Hoi! Wer bist du? Hoi! Ich habe eine Lösung. Aber wer bist du? Ich bin der. Call from 417. Sorry, du musst noch mal sagen, wir sind unterbrochen worden von einem weiteren Anrufen. Call from. Hallo? Ja? Ja? Kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Marcio. Cool, Leute, schon! Call from 417647. Was ist das da für eine Reaktion hinter der Kamera? Hallo? Hi Marcio! Hoi! Also, meine Lösung ja. Ist Vitamintaube. Scheiße! Ja, das ist richtig! Und jetzt, du bekommst. Fimo! Für den nächsten Lockdown-Fun. Was bekomme ich? Fimo! Damit kannst du dich mega gut unterhalten während dem Lockdown und auch sonst. Ja. Knetmasse zum Machen. Wir haben gedacht, wir schenken dir einfach ein neues Hobby. Ist das nicht geil? Super. Ist das nicht grosszügig? Super, ja. Ja. Was willst du damit machen? Hast du schon eine Idee? Wir haben mega coole Farben. Wir haben 2 Blautöne, Pink und Rot. Viele Möglichkeiten. Ja, viele Möglichkeiten. Ja. Cool. Wie bitte? Cool. Und natürlich kriegst auch du eine unterschriebene NNZ hei. Oh, das ist aber schön. Ja, ich habe gehört,
Du hast sie ja vielleicht noch nicht gelesen, dann hört sie. Nein. Ja. Nein. Hey, ja, danke, hast du angerufen und die richtige Lösung geliefert. Ja, der Tipp hat geholfen. Der Tipp hat geholfen, ja, gell? Sonst hat man immer ein bisschen woanders durchgedacht. Ja. Also, in dem Fall wünschen wir dir noch ganz einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, oh, wir sind fast am Ende der Zeit. Aber wenn wir noch über die Teilstrategie reden, noch ein kurzes, aber grosses Dankeschön. Nämlich, wir sind überwältigt worden von Bestellungen bei der ersten, also bei der, für die erste NNZ. Und dort haben sich recht viele Leute gefunden, die wir zum Teil gar nicht gekannt haben, die uns geholfen haben, die austeilen. Und das war wirklich mega overwhelming gewesen. Und ein grosses Dankeschön an die Leute. Auch ein Dankeschön an die Leute da, die uns das ermöglicht haben. Und an die, die angerufen haben, folgt uns auf Telegram oder Instagram und danke vielmals.